Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. Ja, war noch ein bisschen Getreide ernten. 4.315 Euro haben wir insgesamt verdient. Einen Abschleppwagen können wir neuerdings auch rufen. Und sind jetzt auf dem Weg zu Kelvin, stärken uns noch mal ein bisschen hier. Und ja, holen uns quasi den Heuballenpresser. Ballenpresse, so. Ne? So, quatschen wir gleich mal an. Wie läuft denn da vorbei? Da hat's aber einer eigentlich. Ach, guck mal. Die kennen wir doch. Da quatschen wir erstmal an jetzt. So. Junge Frau, hallo. Junge Frau, bleiben Sie mal stehen. Hallo. Ich wollte gerne mal mit Ihnen. Not now, sorry. Toll. So, quatschen wir den Typen mal an hier. Wir sprechen später, Tom. Mhm. Not now, sorry. Ja, du willst gar nicht sprechen hier, ne? Not now, later. So, schickes Haus, schicker Hof. Ja, und jetzt winkst du, oder was? Sprechen wir mal über das Wetter. Schönes Wetter, nicht wahr? It sure is. Kann ich Ihnen behilflich sein? No, not at the moment. Haben Sie schon die neuesten Nachrichten gehört? I heard there's someone new around, but haven't seen him yet. Ja, ich bin das. Hallo. Ich bin das. Ach komm, lass mir sein. Nee. Danke, wir sehen uns. Tschüss. Nee, es ist, nein. Schnell weg. Ab zu Kelvin, haben wir was Besseres zu tun. Das ist auch ein Riesenfeld hier. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier mit dem Getreide mehr brauchen würden mit unserem. So, auf dem Hof, da scheint drüben eine Heuballenpresse zu sein. Also bei Feldern, die noch nicht bestellt sind, da könnt ihr euch drüber fahren. Aber fahrt keinesfalls über Felder, die, die aberntefähig sind, weil ansonsten, glaube ich, sinken die Sozialpunkte, habe ich zumindest irgendwo gelesen. Oh, da ist er. Der Heuballenpresse. Und da ist wohl auch Kelvin. Juhu, junger Mann. Hallo. Schön Burnout gemacht hier mit dem Trecker. So, da ist er. Oh, sieht er noch gut aus. Das ist ja... Das sieht gut aus, dann nehmen wir mit, das Ding, du. So, quatschen wir mal an. Nun, ja. Ist die Ballenpresse verfügbar? Ich könnte so eine brauchen. Now what the hell? I'm leaving this place anyway. Selling, you know. Moving back to the sea. Guess this life's not for a sailor. So, wie viel Geld haben Sie? Nun, nicht viel. Zumindest nicht für so alte Geräte. Aber ich arbeite dafür. If you say so, I guess if you restore these barns, I'll get more money selling the farm. So, I'm good anyway. What do you think? Ja, das machen wir. So. Sicher. Wir haben einen Deal. Deal. Geil. Der will also ab auf die See eine feuchte Brise spüren. Hm. Naja, okay. Und wir sollen jetzt hier seine Scheunen reparieren, damit er noch ein bisschen mehr Geld bekommt. Und dafür kriegen wir dann im Gegenzug die Ballenpresse. Gut. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Vier Fäuste für ein Halleluja hier mit Bud Spencer und Terence Hill? Bestimmt, oder? Mega Klassiker, kam jetzt wieder über die Weihnachtsfeiertage. Deswegen gab es auch, bin ich auch überlegen, was für einen Titel ich hier nehme. Ich kann natürlich jetzt hier nicht Vier Fäuste für ein Halleluja wählen, sondern denke mal, was, wie können wir denn die Folge nennen hier? Zwei Scheunen für eine Ballpresse oder so. Irgendwie sowas. Naja, egal.
War jetzt nicht lustig, glaube ich. So, das heißt, wir sind mal wieder back to the roots. Reparieren hier so ein bisschen die Gebäude. Beim letzten Mal, glaube ich, na, das war ja in der vorletzten Folge, wo wir dann den Getreidemähdrescher hier Gedöns bekommen haben. Dann haben wir dann so ein riesen Gewächshaus repariert. Ja, Gewächshaus müssen wir uns auch mal angucken. Dass wir das irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gewachsen ist da drin oder so. Ich hätte einfach mal reingucken sollen. Gucken wir mal in der nächsten Folge, würde ich sagen. So, stellen wir mal die Gerüste wieder auf. Und dann... Ah, hier, Weltrekord, Gerüstaufbauer. Nee, hoch wollen wir noch nicht. Wir wollen erstmal aufstellen. Ja, Vorsicht, Scheiße. So. Ich habe mir mal so ein paar Zettel hingehangen. Weil ich glaube, ich verwende sehr viele Füllwörter. So, sag ich mal. Wenn ihr euch irgendwas aufgefallen ist, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Oha, ist schon wieder 0.16 Uhr, ey. Ja, ich sitze heute mal wieder sehr lange für euch, um viele, viele Videos aufzunehmen. Macht mir auch richtig viel Spaß. Ja, was gibt es jetzt noch in der nächsten Woche auf unserem Kanal? Bin am überlegen, ob ich noch ein weiteres Spiel mit dazu nehme. Dadurch, dass ja der Polizeisimulator weg ist. Weil ich den erstmal rausgenommen habe. Mal schauen, was ich da noch als zusätzlichen Content euch präsentieren werde. Und dann bin ich dabei, noch die Homepage fertigzustellen. Na, ihr habt ja jetzt schon so ein paar Sachen auf der Homepage dort hinterlegt. Ne? Das heißt, einmal den Sendeplan könnt ihr einsehen. Ein bisschen was zu meiner Person nachlesen, warum und weshalb ich ja, auf YouTube jetzt unterwegs bin. Und die Beitragsseite mit Kommentarfunktion und so weiter, Berichte, Patch-Infos zu aktuellen Spielen, Ankündigungen und so weiter, werden auch im Laufe der Woche dann noch eingebaut werden. Also bis spätestens Sonntag ist das Ganze dann erledigt und dann auch für euch frei zugänglich. So, das Dach ist gleich fertig. Ah, wie komme ich denn da dran? Hallo? Das ist, komme ich da jetzt nicht dran? Habt ihr irgendwas falsch aufgestellt oder so? Gucken wir nochmal. Ne, komme ich nicht dran. Auch von oben komme ich nicht dran. Was ist denn das für ein Müll? Ist mir zu hoch hier. Verstehe nicht. Aber ich müsste doch da...
der Dachboden da oben oder was? Warte mal. Das ist doch der... Da können wir erst ein paar Ziegel noch machen. Ich glaube, das ist der Dachboden, oder? Stimmt. Ja, müssen wir reingehen. Ist auch toll. Ich weiß auch nicht, warum mein Hof noch nicht fertig ist. Irgendwie, ich meine, ich habe alles repariert. Also gibt es auch mega viele Punkte. So. Wenn ihr noch einen Tipp habt, wie ich den fertigstellen kann, würde ich mich freuen darüber, weil ich habe da schon alles abgesucht, wie so ein Bekloppten. Mal so ein bisschen geschaut, so nebenbei, neben ich aufnehme. Gerade wenn ich hier mal so Zwischenfahrten mache, von A nach B, wo es dann längere Fahrten sind. Aber irgendwie finde ich das nicht. Kann ich irgendwie nicht abschließen. Ich habe nichts gefunden. Ich meine, ich habe alles fertig gemacht. So, gucken wir drin nochmal. Bisschen was verputzen, zusammenbauen aus meiner Schießpistole hier. So, dann müssen wir dann hoch und dann haben wir jetzt das erste Gebäude schon fast fertig. Zack, rauf geht's die Treppe. So, und dann müssen wir erstmal... fast runtergefallen. Erstmal hier die erste Stufe fertig machen. So schön, dass ich hier was mache und da drüben rechts in der Ecke das fertig wird. So, ich finde das so cool. Was ich auch noch cool finden würde, wäre beispielsweise jetzt nicht nur, dass man hier das mit dieser Pistole macht, sondern vielleicht noch mit so einem Brett, dass man das noch mit so einem Brett animiert. Ähnlich wie bei den Baustoffen, die man da verwendet. Ne? So, auf zum zweiten. Das sieht jetzt nicht so schlimm aus. Obwohl... Naja, machen wir das auch mal fertig. Und wie gesagt, vielleicht so eine Art Skillsystem. Wäre vielleicht auch nochmal cool, dass wir das Ganze dann nochmal so ein bisschen tiefergründiger machen. Wobei, noch tiefgründiger als dieses Spiel. Kann mich nicht dran erinnern, jetzt mal eine Landwirtschaftssimulation gespielt zu haben, die jetzt so inhaltlich so einen bunten Mix hatte. Na, jetzt nicht nur Landwirtschaft hatte, ne? Ich glaube, der Landwirt war ja auch irgendwie so ein bisschen ähnlich. Worauf ich mich auch so noch freuen werde, was aber wirklich verschoben wurde, ist Cattle and Crops. Brauchen wir noch ein bisschen länger. Hab mir auch schon das ein oder andere Video dazu mal angeschaut. Auch sehr detailreich. Was mich einfach mal so interessieren würde, wäre, warum ihr eigentlich gerne Simulationsspiele zockt. Da kommt wahrscheinlich die Retourkutsche zurück. Warum spielst du gerne
Simulationsspiele, weil die entspannend sind. Ich bin auch ein entspannter, ruhiger Typ. Rede auch am Tag, wenn ich auf Arbeit bin, so viel mit Leuten. Und die wundern sich immer alle, warum ist denn so ruhig und ich würde da außer Haut fahren. Ne? Ja, warum sind die Leute so aggro? Ne? Jetzt nichts gegen irgendwelche anderen Spiele, die vielleicht, sagen wir mal, ja, sehr spartanisch sind. Ne? Aber wie fühlt man sich denn? Ne? Man kommt nach Hause, ist gestresst, Chef hat rumgejammert, rumgeheult, mach dies, mach das und ach, du machst das nicht richtig und dies nicht und das nicht. Machst zu Hause Bude auf. Ne? Deine Frau, Freundin, wie auch immer, keift dich auch direkt an. Ne? Dann schmeckt das Essen nicht. Ist auch kacke. Ja, und dann setzt du dich vor den Rechner und zockst eine Runde, keine Ahnung, irgendein Baller-Ego-Shooter-Game. Ne? Wirst nur gefrackt und wirst noch aggressiver. So. Wird der Tag noch schlimmer. Ne? Ich finde das echt entspannt, hier Sachen zu bauen, aufzubauen, ja, rumzufahren. Wirkt viel, viel entspannter als diese ganze Hektik und diese Schnelle und dieses Peng-Peng und ach, hast du nicht gesehen. Spiele ich zwar auch ab und an mal, aber das ist nicht so meins. Dann eher so mit ein paar Kumpels immer so, wenn die mal hier sind oder mit Freunden. Ne? Aber selbst die spielen mittlerweile hier die Spiele. Ich habe die irgendwie auch alle infiziert. Letztens noch mit jemandem, mit einem ganz, ganz alten Schulfreund irgendwie hier Euro-Truck-Simulator gefahren. Schon ewig nicht mehr gesehen und da irgendwie, oh ja, hier und so, hast du gesehen, Special Download, hier DLC, hier Spezialtransporte, ja, bla, ich wusste gar nicht, dass er spielt. Und ja, dann hat man sich einfach mal online verabredet und ist ein bisschen rumgefahren, ne? Das ist dann auch mal was anderes. Oha, ist schon spät. Ich muss Gas geben hier. Jetzt nicht spät im Sinne von wegen der Aufnahme, weil sie so spät ist, weil wir jetzt, wie spät haben wir jetzt überhaupt? Warte mal. Boah, 12:30. Aber geht ja noch. Ist ja noch früh am Tag. Gab schon Tage, da saß ich ein bisschen länger da. Aber ist ja nicht schlimm. Mach ich ja gerne. Aber dafür schlafe ich noch den ganzen Tag, ne? Das ist der Vorteil, wenn man aktuell Urlaub hat. Da kann man das mal machen. Wenn es dann bald wieder losgeht, ran an eine Schippe, da muss man sich ein bisschen Zeitmanagement technisch ein bisschen organisieren. Aber mit ein bisschen Übung, das passt schon soweit. So, das haben wir auch gleich fertig hier, das Haus. Ah, jetzt machen wir wieder hier meine Lieblingsarbeit. Wir nageln Bitumen. Ne? Kommt frisch hier aus der Pistole. Herrlich, oder? Ist doch total tiefenentspannt. Guckt euch mal die Gegend an. Sonnenuntergang, die Felder. Ach, herrlich. Die Vögel zwitschern. Super entspannt. Also, ich liebe sowas. Ja, auch so Sachen ausprobieren, rumfrickeln. Wie beispielsweise hier in der letzten Folge von hier Stationeers, ne? Mit dem Bau der Luftschleuse. Ich bin da beinahe bekloppt geworden innerlich. Aber naja. So, haben wir fertig? Ich habe fertig. Nee. Was müssen wir denn? Ach, da unten hier die Dachgiebel, die müssen noch fertig gemacht werden. Ist so Dachgiebel, oder? Oh Mann. Ich glaube, die Leute gucken sich die Videos an und denken, Alter, was denn mit dem nicht in Ordnung? Davon nix eine Ahnung. Und davon jede Menge. Waren wir eigentlich schon drin? Jo. So, fertig.
kehre zu Kelvin zurück und frage nach der Ballenpresse. Da wird nicht gefragt, das ist meine jetzt und fertig. So. Erstmal wieder hier im Dauerlauf. Ja, sprinten, 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 sprinten. Gerüst einsammeln. Ich möchte mal echt mal sehen, wie das jemand macht. Im Real Life. So als Einzelperson, ne? So, dann werden wir mal die frohe Kunde mitteilen, dass wir alles fertig haben und dann gehört sie uns. Mein Schatz. Alles fertig. Alright, as agreed. You may take the bill. Danke. Wir sehen uns. Oh Mann, ey, ich muss ins Bett, Leute. Not for long. I can already feel the breeze. So, wir haben die Ballenpresse. Ja, und der will eine feuchte Prise genießen. So, wir werden müde. Ich werde langsam auch müde. Haben ein bisschen Geld eingenommen. Heute nicht, aber in der letzten Folge. Jetzt haben wir die schöne, schöne Ballenpresse. Das ist jetzt unser. Ne, unser Ding und... Oh. Kriegen wieder Sozialpunkte. Ich würde vorschlagen... Was machen wir denn jetzt noch? Ich würde sagen, ich werde jetzt hier Feierabend machen. Werden in der nächsten Folge mal zum Baumarkt fahren. Ne? Ich weiß nicht, wer den immer sucht, aber Garderol, hier ist der. Ne? Hier ist der Baumarkt, da oben. Da. Siehst du? Da. Baumarkt, Hammer. Ne? da ist wahrscheinlich wieder irgendeine Aufgabe, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall hänge ich das Ding jetzt mal an und werde mich zurückbegeben. Fahre jetzt erstmal zurück. Wir sehen uns dann wieder in einer nächsten Folge von Farmers Dynasty. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit wieder gefallen. Und ja, sagt dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.